Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing von mir für euch. Und zwar habe ich mir den Kiso-Adventskalender geholt. Den kann man auf Rossmann bestellen, auf rossmann.de bestellen, genau. Und der kostet 34,99 €. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, mit ihrer Lidschattenpalette in Kooperation mit Makeup Revolution hat sie ja quasi den Anfang für ihre eigene Brand gemacht, glaube ich. Ich habe auch mittlerweile ihre Pinsel. Ich habe das ein oder andere Schmuckstück auch schon mal gekauft und verschenkt. Und jetzt hat sie ihren eigenen Schmuck-Adventskalender rausgebracht und das finde ich echt cool. Hier sollen Produkte im Warenwert von 95 € drin sein. Und ja, ich bin sehr gespannt. Hier gibt es auch ein Gewinnspiel von Kiso. Hinten drauf stehen auch Produkte. Das wollen wir uns aber gar nicht angucken, denn so schaut der Adventskalender dann aus. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hashtag Love Kiso. Ich finde, die ist einfach eine ganz, ganz liebe. Ich muss es nicht unbedingt haben, dass ich hier auch auf den Kläppchen sie drauf habe. Ne? Also das ist ganz nice. Dann weiß man halt, von wem es kommt. Aber ja, ne, das ist jetzt schon sehr, sie hat sich da ein bisschen sehr mit präsentiert, aber sie ist halt eine Hübsche, sie ist eine Nette, sie ist eine Liebe, jeweils kommt sie so rüber und deswegen finde ich das irgendwie dann doch schon okay. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten hier oben mit Kläppchen Nummer 1. Hey Beauty, los geht's, jetzt registrieren und gewinnen. Hier ist dein Gewinncode und hier gibt es dann auch in dem Kläppchen einen Gewinncode. Okay, und die Produkte sind in so, okay, wie macht man das? Kann man so abmachen, oder? Nee. Wie ist denn das befestigt? Oh. Ja gut, das muss man auseinanderreißen. Das ist natürlich schade. Aber gut, hier haben wir dann so kleine Kreolen in Silber. Finde ich wirklich schön. Ich weiß gar nicht, ob man auswählen konnte, welche Art von Schmuck man drin haben möchte. Ich glaube nicht. Nee. Okay, haben wir silberne Ohrringe. Finde ich echt schön. Die mag ich gerne leiden. So, dann gehen wir mal zu Kläppchen Nummer 2. Be Merry. Oh, hier ist ein Ring drin. Schön. Das ist wirklich ein schöner Ring. Oh, jetzt habe ich auch noch hier den Nagellack abgemacht. Der würde tatsächlich sogar auf meinen Ringfinger passen. Das ist ein sehr, sehr zarter Ring. Und den mag ich auch gerne leiden, tatsächlich. Da sieht man den jetzt hier auf dem Ringfinger. Der hat auch so eine Perle. Ich denke nicht, dass es eine echte Perle ist. Aber er gefällt mir. Das ist eine schöne Sonne da drauf. Also ein schöner Ring, definitiv. So Roségold. Also nicht ganz Gold ist das, ne? So, dann gucken wir uns die Nummer 3 an. Die ist hier unten. Hier haben wir auch wieder, nee, was sind das? Anhänger? Ja, das scheinen so Schneeflockenanhänger zu sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, wo man die dran machen kann. Aber es sind zwei Anhänger in Silber. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, was da gleich noch so kommt, ne? Oder kann man die an die Kreolen dran machen? Nee, kann man nicht. Die sind verschlossen. Tja. Gut, dann gehen wir mal zu der Nummer 4. Und die befindet sich hier. Ah, Made with Love. Das scheint mir eine Kette zu sein. Und die ist so in Rose Gold. Finde ich per se ganz schön, ne? Relativ schlicht. Kann man zu vielen verschiedenen Sachen tragen. Die Nummer 5 haben wir hier unten. Der Tag vor Nikolaus. Oh, was ist das? Das scheint auch irgendwie ein Anhänger zu sein. Oder ein ganz kleiner Ring. Nee, das ist doch niemals ein Ring, ne? Das ist ein bisschen klein für einen Ring. So schaut das nämlich aus. Was ist das? Ein Anhänger von irgendwas wahrscheinlich, aber ich weiß nicht von was. Okay, Nikolaus, die Nummer 6 haben wir hier. Hinter der backenden Kiesel. Das ist eine Haarspange. Das ist hübsch. Das mag ich leiden. Das passt auch zu den Anhängern, die damit bei sind. Dann gehen wir weiter zu der Nummer 7. Die ist hier. Hier haben wir auch wieder Kreolen drin. Last Christmas I gave you my heart. Zack, Ohrwurm. Vielen Dank. Genau. Und das sind halt die gleichen Kreolen wie in der 1, nur halt in ja, Gold, Roségold, ne? Hier unten haben wir die Nummer 8. Die ist ganz schön groß. Oh, deine schönsten Looks in Bildern. Hashtag LoveKisu. Das scheint ein Scrunchie zu sein. Ja, irgendwie so, ne? Halt ein Haarband. Ist nett. Kann man machen. Ja,
Passt auch auf jeden Fall bei meinen Haaren. Bei mir ist das Problem, da wickeln sich die Haare bei mir immer sehr, sehr schnell drum. Und da haben wir da auch so Telefonkabel-Gummis drin. Nee, das ist ein ganz normales Haargummi. Ja, die Nummer 9 haben wir hier und die ist ganz schön klein wieder. Ein Ring in Silber. Also von der Größe her gefällt mir das wirklich, weil ich hatte eigentlich befürchtet, dass mir die Ringe alle zu klein sein werden. Ich meine, der ist auch eher für meinen kleinen Finger gedacht, um das mal so zu sagen, ne? Aber ich habe halt auch wirklich große Finger. Das darf man nicht vergessen. Genau, also auf dem kleinen Finger jetzt bei meinem Damenbein sieht er schon ganz schön aus. Doch, das mag ich wohl leiden. Der ist hübsch. Sehr filigran gearbeitet, das mag ich auch gerne leiden. So, dann gehen wir mal zu der Nummer 10. Hier haben wir auch wieder so ein Ding. Oder ist es etwas, was man sich so an die Ohren machen kann, Leute? Schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare, wofür man sowas verwendet. Ich hätte jetzt getippt, dass man das nimmt und dann, ich habe jetzt eine Mütze auf, aber quasi hier oben an das Ohr dran macht. Weiß ich nicht, wofür man das sonst nehmen sollte, ne? Keine Ahnung. Die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Hier haben wir auch wieder so Anhänger. Schon Plätzchen gebacken, fragt sie. Nee. Wir haben jetzt aber auch den 17.09. heute. Ja, also das sind halt auch wieder so Anhänger, ne? Ich weiß nicht. Kommt dann nachher noch irgendwie so ein Armband dafür oder so? Oder macht man das halt quasi an diese Dinger dran? Aber das kriegt man doch, das kriegt man dadurch. Das verwirrt mich. Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Halbzeit, die Nummer 12. Die haben wir hier. I'm dreaming of a bright Christmas. Sie träumen von einer hellen Weihnacht. Hier haben wir auch wieder solche... Nee, das sind Ohrringe. Okay, das sind Ohrringe. Da komme ich mit klar. So halboffene Kreolen. Schön. Silber mag ich auch. 13 habe ich hier. Heute einfach mal nichts tun, nur auf Weihnachten freuen. Ja. Hier haben wir auch wieder so ein offenes Teil. Ich glaube, das ist wirklich fürs Ohr. Oder? Es hat so eine Perle dran. Es ist Gold. Es ist hübsch, aber wo mache ich das hin? Die Nummer 14 haben wir hier oben. Oh, das ist ein schöner Ring. Der ist auch Gold. Und das ist halt so ein schlichter Ring, den man dann auch mit anderen Ringen kombinieren könnte. Zum Beispiel mit diesem Ring. Ich habe da jetzt hinter die Pappen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber es sieht hübsch aus. Die Nummer 15 haben wir hier in der Mitte. Ups. Ja, hier haben wir auch wieder solche Anhänger. So Monde in Silber, Halbmonde. Finde ich total schön. Aber wo macht man die dran? Kann ich die an die Kreolen kann ich die doch auch nicht dran machen, weil die Kreolen sind doch... Ich bin auch ein Vogel. Natürlich kann ich die an die Kreolen dran machen. Dann nehme ich mir so eine Kreole, schiebe die dann quasi durch das Loch durch und dann kann ich den Mond durchschieben und die Kugel, die da dran ist, die hält das fest. So kann ich das machen. Schön, das gefällt mir. Dann kann man nämlich variieren und seine relativ schlichten Kreolen damit aufpeppen. Das ist cool. Jetzt habe ich es gerafft. Und das schon bei Nummer 15. Dafür musste ich erstmal eine ganze Weile auf dem Schlauch stehen. Okay, ja, dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 16. Die ist hier und die ist ganz schön groß. Hier haben wir auch wieder so eine Haarspange drin. Und die ist Gold und hat so Perlen dran. Ich finde das ganz praktisch, weil so kann man sich dann einfach mal so eine Haarsträhne aus dem Gesicht rausnehmen. Die finde ich echt schön. Da kann ich mir auch wirklich vorstellen, weil die so schön aussehen, die Haarspangen, die auch im Alltag zu tragen. Ansonsten ist es bei mir immer so, dass ich denke, es sollte nicht zu auffällig und nicht zu kitschig sein. Aber die passen echt gut. So, dann gucken wir uns mal die Nummer 17 an. Die ist hier oben. Und hier haben wir eine Kette. Das dürfte die gleiche sein wie eben, nur in Silber. Das finde ich auch ganz hübsch. Wir ignorieren einfach, dass meine Fingernägel mittlerweile vollkommen zerstört aussehen. Die Nummer 18 haben wir hier. Aber ich glaube, diese Teile, die hier so einzeln drin sind, ne, das sind hier auch so mit so Herzchen und in Silber. Ich glaube, das ist wirklich so für oben an die Ohren dran. Let it glow steht hier im Kläffchen. Die Botschaften finde ich echt süß. Die Nummer 19 haben wir hier unten.
Hier haben wir auch wieder einen Ring drin. Also die Ringe, die finde ich wirklich schön, muss ich sagen. Und ich finde es vor allem auch richtig klasse, dass die Größe wirklich gut ist. Also für mich persönlich, ne? Gut, das ist jetzt hier auf dem Finger ein bisschen klein. Dann gehen wir mal auf den kleinen Finger. Da passt es auch perfekt. Ist ein bisschen sehr, sehr mädchenmäßig für meinen Geschmack, muss ich sagen. Ne? Da haben wir auch noch so roséfarbene Perlen oder Glitzersteinchen mit drin. Ist aber eigentlich ganz süß. Tragen würde ich's. Dann kommen wir jetzt mal in den 20er Bereich und da machen wir hier die große Nummer 20 auf. Vorfreude ist die schönste Freude. Hier haben wir auch wieder Kreolen drin. Ja, die wir eben in Silber hatten, haben wir jetzt auch nochmal in Gold. So, dann gehen wir mal zu der Nummer 21. Die ist hier oben. Driving Home for Christmas steht hier drauf. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Frage ich dich mal im September. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ja, hier haben wir so Anhänger, die so ein bisschen aussehen wie ein Gesetzeszeichen, ein Paragraph. Oder auch wie ein Unendlichkeitszeichen. Ich glaube eher, dass es ein Unendlichkeitszeichen sein soll. So, die Nummer 22 haben wir hier unten. Oh, schön. Endspurt steht hier drauf. Süß. Das sind auch wieder so Anhänger. Ja, das ist auch hübsch, ne? Kann man perfekt zu dem Ring tragen, den ich euch eben auch gezeigt habe. So, der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Letzte Vorbereitungen werden getroffen. Nur noch einmal schlafen steht hier auch drin. Da haben wir wieder so Anhänger für die Ohrringe. Und das sind so richtige Weihnachtssterne. Und da hast du ein Glitzersteinchen auch drin. Und jetzt kommen wir zu der Nummer 24, zu Heiligabend. Hurra Weihnachten, Merry Xmas. Okay, und da haben wir ein Scrunchie drin. Das finde ich jetzt nicht so cool. Ich hätte jetzt vielleicht so ein Armband hätte ich cool gefunden, ne? Das hätte irgendwie, wäre geil gewesen. Aber so haben wir jetzt einfach ein Scrunchie drin. Okay. Ja, das war jetzt der Adventskalender von der lieben Kisu. Ich gucke auf meinen Tisch und sehe, dass wir wirklich einen bunten Mix aus Silber- und Goldschmuck haben. Also im Prinzip genau die Hälfte Silberschmuck und die Hälfte Goldschmuck. Wir haben coole Produkte drin, die ich auch wirklich tragbar finde. Sowohl die Ketten als auch die Ohrringe finde ich echt schön. Und auch die Haarspangen, ja, die Scrunchies, ne? Nice to have, aber kein must have. Aber ich finde, wenn man ein jugendliches Mädchen hat, kann man auf jeden Fall ihr diesen Kalender bedenkenlos schenken. Ne? Also es sind coole Sachen mit drin, muss ich sagen. Man sollte echt nur in Erfahrung bringen, wofür diese Viecher sind. Und ich glaube, dass die halt wirklich dafür da sind, um sie in die Kreolen reinzuschieben und dann halt entsprechend das Ganze aufzupeppen. Meine Mütze rutscht schon, Leute. Ich finde den Adventskalender cool. 34,95 finde ich auch vollkommen in Ordnung dafür. Wenn es 95 Euro Warenwert ist, dann sowieso. Ich denke, wir haben jetzt keinen richtigen Silber- oder Goldschmuck. Das ist halt alles Metallschmuck. Und ja, aber coole Sachen, hat mir gut gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Adventskalender 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!